toll, das ist echt gruselig gewesen. Ernsthaft jetzt. Gibt es Gefahren da draußen? Ich mache mir Sorgen. Ich will dich beschützen. Alles gut, Ex-Remon. Chill mal deine Base. Yo. Okay, wir gehen mal ins Stitchy Lab. Ja, erstmal hier ETL. Yeah. Neuer Hacker-Rang. Anfänger-Hacker. Sehr schön. Ich will eigentlich... Ich wollte doch ein Stitchy Lab. Huch. Diese Übertragungsnummer ist... Ich bin's. Ich hoffe, dass die Suche gut läuft. Kayaba war es also auch nicht, was? Dann nenne ich dir den Namen der nächsten Zielperson. Wie genau suchst du dir das Ziel aus? Warum fragst du mich so etwas? Anscheinend zweifelst du jetzt den Wahrheitsgehalt meiner Informationen an. Ja. Du willst, dass wir uns treffen und unterhalten? Das heißt wohl, vorher traust du mir nicht. Du scheinst ein ausgezeichneter Hacker zu sein. Einer, der mein Vertrauen verdient. Soweit, so gut. Na schön, unterhalten wir uns unter vier Augen. Bis morgen dann. Ich werde im offenen Raum von Eden warten. Morgen, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich sollte mich lieber gut vorbereiten. Es ist soweit. Ich gehe zum offenen Raum. Aber noch nicht ganz. Neue Fälle hinzugefügt. Zeige es Young at Heart und Strike Drummonds Verlust. Hat sogar nur einen Stern. Huh. Hackers Memory Digi Lab. Mein kleiner Hund liegt wieder halb auf mir drauf. Oh, er will gestreichelt werden. So cute. So, Digitation und Dedigitation. Betamon. So. Nehmen wir Citramon. Hihi. Yeah. Na? Citramon. Alles schön. Oh, wir können es sogar mitnehmen. Es hat nur einen Speicher von 6. Das ist gut. Cool. Wie sieht es eigentlich jetzt hier aus? Trainiert ihr noch schön fleißig? Okay. Ja. Digi Farm verlassen. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall sollten wir jetzt Citramon ein bisschen trainieren. Wobei, es wird ja auch gut mittrainiert jetzt. Okay, dann. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Ich weiß gar nicht, in welchen öffentlichen Raum wir überhaupt gehen sollen. Eden. Offener Raum. Kay ist noch nicht hier. Es war wohl eine gute Idee, Chitose um Rat zu bitten. Was? Wie man einen Hacker austrickst, dessen Identität man nicht kennt? Du solltest ihm eine Falle stellen und ihn überrumpeln. Das weiß doch jedes Kind. Es ist noch etwas Zeit, bis wir uns treffen. In der Zwischenzeit bereite ich die Schadsoftware von Chitose vor. Was? Sicherheitswarnung. Kein Zugang außerhalb der festgelegten Zeiten. Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Was? Oh shit. Oh, das ist nicht gut. Okay, Leute. Gut, wie wir uns in diesem Kampf jetzt hier verhalten werden und ob wir ihn gewinnen werden. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Yumi, let's play it. Digimon Story, Cyber Slurf, Hacker's Memory. Ach du Schande. Okay, bye.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Slurf Hackers Memory. Wir haben hier einen harten Kampf vor uns. Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Alle drei vom Typus Serum. Wir haben nur ein einziges Virus-Digimon dabei und das sieht ziemlich angeschlagen aus. Besser, wir heilen mal Eis-Devimon. Meine Digimon sind ziemlich angeschlagen. Ich hätte vielleicht bis vorher heilen sollen. Das war nicht sehr klug von mir. Absolut nicht klug von mir. Und Togemon wird jetzt auch noch betäubt. Na, ganz toll. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Der Verbündeten von Status leiden. Togemon. Wow, 100 ist aber nicht sehr viel, glaube ich. So, ja, ja, wir gehen am besten erstmal auf Beartramon. Boah, das wird ein harter Kampf, Leute. Oh, okay, doch nicht. Irgendwie habe ich sie mir stärker vorgestellt, ich weiß auch nicht. Gut. So, mach das Garurumon platt. Ah, das geht ja einfach. Das geht echt einfach. Oh, Gatumon. Ach komm, wir werden ihn auch so fertig machen. Und zack. Ah, oder auch nicht. Natürlich werden wir ihn fertig machen. Komm, Togemon regelt das gleich. Zu 95% jedenfalls. Sehr gut. Yeah! Oh, gut. Lass mal ein paar Level-Ups abgreifen. Aber nicht alle, leider. So. In diesem Bereich wurden Sicherheitsprogramme installiert. Könnte das bedeuten? Hä? Eine Maske. Hey, du bist früh dran, was? Es war richtig, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Hör zu, ich weiß, dass du gut bist, aber du solltest damit aufhören, mir aufzulauern. Betrachte das als einen Ratschlag unter Freunden. Schließlich will ich keine zukünftigen Geschäftspartner verlieren. Aber es schadet nicht, vorsichtig zu sein. Es ist sogar eine gute Eigenschaft für einen Hacker. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dir vertrauen kann. Glückwunsch, du hast es geschafft. Um das zu feiern, erhältst du dies. Eine Einladung zur Geburt einer echten Legende. URL für die Demons-Höhle, Demons-Geburtstag erhalten. Was? Komm zur verabredeten Zeit her und bring unbedingt die Demons-Maske mit. Bis dann. Bitte was? Diese Maske, ist das die, die Mephisto und seine Freunde getragen haben? Okay. Hast du etwas mit den Kondodiebstählen zu tun? Ich habe keine Wahl. Ich muss deine Einladung annehmen. Oha. Dann würde ich sagen, wir gehen trotzdem erstmal ins Digi-Lab. Ja, Demons Höhle, hier ganz hinten. Hackerforum, Demons Höhle. Ja, aber erstmal möchte ich mich bitte im Digi-Lab einloggen. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Digi-Lab! Den, ach ja, wir haben nämlich ja dieses Item bekommen. TP-Spray, nee. Bestes Fleisch. Multi.E, Freundschaft. Erhöht Kampf um 10. Cool. P für ein Digimon, auch nicht schlecht. Topaz, ach, das müsste ich eigentlich alles mehr verkaufen.
So, was haben wir denn hier? Sanddeckung, Erdschaden minus 20%, Giftbarriere, Kampf-USB, Detektivgeheimnis, Schlüssel-Items. Ich möchte aber mal hier wegen... Wir haben hier was gefunden, womit wir irgendwie die Farm erweitern, die Insel erweitern können. Oder weitere Inseln. Verbesserung. Farminsel 2. Abgeschlossen. Sehr gut. Die Farm verlassen, ja. Dann gucken wir mal später, was wir da so Schönes machen können. Gut. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, weil ich muss langsam aufhören mit der Aufnahme. Ich habe gerade... schon davor eine Aufnahme gehabt, also, und muss jetzt aber gleich los zur Arbeit. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt, es wird langsam knapp mit der Zeit. Oh mein Gott, also, wir sehen uns gleich wieder. Ihr werdet nichts davon mitbekommen. Ich mache jetzt hier einfach einen Cut. Und die Folge geht jetzt in wenigen Sekunden weiter. Wupp, wupp, wupp. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ja, hier bin ich wieder. Ja, genau. Ohne Begrüßung. Ja, neuer Tag für mich. Ihr habt es kaum mitbekommen. Ich musste leider dann die Aufnahme abbrechen, weil ich dann dringend zur Arbeit musste und total die Zeit vergessen habe. Egal. So, ja, was wollten wir jetzt nochmal machen? Ja, so viel zu, ihr merkt es gar nicht. Wir wollten noch irgendwo hin. Halt. Oh, ich muss mal ganz kurz den Ton leiser machen. Ah, oh, Sekunde. Super professionell. Tut mir leid. So. Nach Eden wollten wir. Genau, na genau, ja. In Eden locken wir uns mal direkt ein. So. Wir wollten. Genau. In Demons Höhle. Mit der Maske. Test. Lalalalalalala. Eine teuflische Stimme. Hä? Ach, den kennen wir doch schon. Oh, yeah. Habt ihr alle Spaß bei uns? Geht ihr alle mit den Demons ab? Yeah, böse Hackertypen. Hey, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, wer ist heute das da auf der Bühne? Yeah, ich bin Jimmy Can, Leute. Yeah, ich bin Jimmy Can. Juhu! Voll am Alter, Leute. Gebt euch das mal. Okay. Okay. Wie lange geht das jetzt noch so? What the hell? Und wir so, I'm okay with that. I am okay with that. What the fuck is this? What the fuck is that? What's going on? Das verstehe ich nicht. Was ist bloß mit seinem Körper geschehen? Und wie ist er so geworden? Ich habe Angst. Die Furcht überwand mich. Was? Du rockst ja gar nicht ab. Bist du einer der Neulinge? Dann ist der Demons Geburtstag das erste Treffen, an dem du teilnimmst. Was für ein denkwürdiges Ereignis. Ich bin so aufgeregt. Hör zu. Das ist die Elite der riesigen Hackergruppe Jackson und der Anführer von uns Demons. Der echte Star des der Hackerwelt, der Jimmy Can. Wuhu! Okay. Hört jetzt auf meine dämonische Stimme. Heute ist ein dämonischer Tag. Ein dämonisches Festival der Demons. Für die Demons und von den Demons. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid zum Demon-Geburtstag. So bin ich. Ich rocke mit meinem Publikum ab. Also, seid ihr bereit zu rocken?
Wir haben jetzt gerade 6 Uhr morgens und meine Nachbarn schlafen vermutlich noch. Deswegen werde ich jetzt mal nicht ganz so laut rumbrüllen. Schrammel, 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 schrammel. Okay, ja, er schreit wie bekloppt rum. Kapiert ihr, was ich euch verklickern will? Wisst ihr, ich habe wieder und wieder um teuflische Taten gekämpft. Aber Jimmy Can hat es allen... was? Ach, Jimmy Can, Jimmy Can. Ach, sehr witzig. Aber Jimmy Can kann es alleine schaffen. Nein, Jimmy kann nicht. Versteht ihr? Nein, Witz, Leute. Aber jetzt ist es Zeit, ernst zu machen. Hört mal alle her. Ab heute seid ihr keine Hunde mehr, die sich von Sexen herumkommandieren lassen. Die Ordnung von Eden, oder Eden, wohl heißt es Eden, ne? Aber sag mal Eden. Wen kümmert sie schon? Aha, die Ehre von Sachsen? Wer interessiert sich dafür? Wir sind die coolsten, wir sind die bösesten, wir sind die beste, wir sind das beste Hacker-Team, das es gibt. Ruft unsere Namen, wir sind Demons, wir haben die Stärke der Unterwelt, wir sind Demons. Es ist an der Zeit, dass wir der Welt zeigen, was die Demons drauf haben. Yeah, wir sind Demons. Wow, voll krass und so. Ja, wir machen voll mit. Okay. Also meine Lieben, ich werde euch ein paar echt fiese teuflische Missionen geben. Seid ihr alle startklar für eure erste Demons-Mission? Du da, kannst du in Kuluna anschaulich Werbung zur Entscheidung der Demons machen? Oder Entstehung? Entscheidung? Entscheidung? Was war's? Ja klar, mache ich. Ja, kannst du. Was? Was? Hey, hey, du da, geh in die echte Welt, hörst du? Und verkaufe 500 Exemplare von unserer neuen Single, Kurzlebiger Kolibri. Was? Auf dem Musikbazar. Kannst du das machen? Ja, das kann ich! Ja! Kannst du! Weiter! Hey, du da drüben! Hä? Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht abrockst. Autsch! Das ist gar nicht cool! Darum gebe ich dir eine besondere Mission. Jo, gib mal kurz das Digiva, ist er. Okay. Du wirst Saxon für uns bespitzeln. Eine 5-tägige Reise habe ich für dich. Okay. Und etwas, wenn etwas geschieht, sag mir einfach Bescheid, alles klar? Saxon bespitzeln? Langsam wird das echt unangenehm. Ich sollte das lieber mit Ryuchi und den anderen besprechen. Erstmal zurück zu Hoodie. Verstehe, ein mysteriöser Hacker namens Kay gibt dir Informationen zu dem Verbrecher, der deinen Account gestohlen hat. Oh, jetzt haben wir mal die Hosen runtergelassen und alles erzählt. Dann hast du seine Einladung angenommen, warst im Versteck der Demons, wurdest für einen von ihnen gehalten und musst Sexen bespitzeln. Verstehe. Also wirklich, du kannst doch nicht alleine in eine so offensichtliche Falle laufen, Dummerchen. Ich dachte mir schon, dass sowas im Busch ist. Du Idiot, du darfst nichts mehr verheimlichen. Aber jetzt erzählst du uns alles. Ja, besser ist. Was machen wir jetzt, Ryuchi? Lassen wir ihn wirklich Sexen bespitzeln? Immer der Reihe nach. Erst müssen wir Yugo und Faye sagen, was Sache ist. Also, komm mit. Wir gehen zum Sexen-Forum. Chitose, du... Ich soll Nachforschungen zu Kay anstellen, richtig? Ach, das musst du mir nicht zweimal sagen. Überlass das mir. Wo wollten wir nochmal hingehen? Zum Forum, aber wo sind... Oh. Aber wo sind die denn? Willkommen, wir haben Produkte hinzugefügt, die für einen Hoodie-Mitglied wie dich bestimmt nützlich sind. Was habt ihr denn so? Fluchttor, flieh aus dem Kampf, Heim to Export. Aha, ja, okay. Ja, nee, geht so. Ist das Sex? Wo war denn? War das auf bei Eden oder war das in der realen Welt?
Achso, nee, wir haben halt die URL bekommen, ne? Also werden wir vermutlich uns bei Eden einloggen müssen. Ich rede wieder Viruszeug. Natürlich, ich habe die URL bekommen, da überlege ich vor allem auch noch lange. So, Zex im Forum, da gehen wir mal hin. Ich sehe weder Yugo noch Faye. Na gut, suchen wir sie. Ja? Wenn sie nicht hier sind, sind sie sicher gerade in Kulun auf Patrouille. Ich will nicht, dass Zexen denkt, Hudi legt sich mit ihnen an. Wir sollten sie so bald wie möglich über die Spionage informieren. Trennen wir uns. Sag mir Bescheid, wenn du Yugo oder Faye findest. Na gut. Yugo und Faye sind wohl nach Kulun gegangen, um dort zu patrouillieren. Ich glaube, ich gehe auch hin. Okay. Dann gehen wir mal nach Kulun. Was hier noch irgendwas? Da glänzt was. Ach, hier war ja die Feier, ne? Stimmt. Faye's Erinnerung. Wir haben Faye's Erinnerung gefunden. Na, ganz toll. Oh, wie sie aussieht. Alter, haben die Party gemacht hier. Oh, wir haben die Party gemacht. So. Ja, aber wenn wir da erst. Ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Egal. So. Kulun sind sie, ne? Ebene 1 oder 2, wir gehen mal auf Ebene 1. Das suchen wir die mal, ne? Kommt mit. Oh, die drei. So. Hier scheint sie schon mal nicht zu sein. Mauerspalt. Tarnkappe, Hochsicherheit reduziert, kann ich nicht machen. Weil ich dafür nicht das richtige Digimon im Team habe. Schade. So. Sind sie hier? Nein. Wir gehen einfach mal alles ab. Irgendwo müssen sie ja patrouillieren. Sind sie hier zufällig? In der Ecke? Nee. Gut, dann rein mit uns. So. Die Musik, ey. Aber bisher keine Begegnung mit anderen Digimon. Krass. Was ist da los? Hä, jetzt bin ich Ebene 2. Moment. Erfahrener Hacker. Warte, stopp. Was war jetzt? Modifiziert Digimon mit dem Niveau Rookie oder besser, um eine Wall auf Level 2 oder höher zu deaktivieren. Oh, wartet mal. Das können wir doch machen, oder? Was haben wir denn gerade bei uns? Hey, das können wir machen. Ups, ich bin doof. Wegzugriff. Nee, Wiederherstellung, gratis, Beschleunigung, Mauerspalt. Gut. Wo geht's jetzt hin? Oh, wir sind jetzt Kulun Ebene 3. Cool. Vielleicht sind sie ja hier. Würde sogar Sinn ergeben. Hi. Wenn du weitergehen willst, habe ich einen Tipp für dich. Stolper nicht. Wenn du fällst, kommst du nicht mehr raus. Also pass auf, wo du hintrittst. Bitte was? Was haben wir hier? Aha. Hi. Psst, ich versuche mich zu konzentrieren. Über dieses Rätsel denke ich schon lange nach, aber ich finde die Antwort nicht. Wie bekomme ich eine Freundin? Ich muss es unbedingt wissen. Jemand hat mir gesagt, Frauen würden mich attraktiv finden, wenn ich einen Digimon hätte. Das kann doch nicht alles sein. Ich bin fast 30 und immer noch Single. Da kenne ich auch einige. Du musst mir helfen. Kannst du die Mädchen in diesem Stock etwas für mich fragen? Frag sie, was ich tun muss, wenn ich einen Digimon habe. Okay. Komm wieder zu mir, wenn du mit allen vier gesprochen hast. Okay, wir sind jetzt mit allen. What the fuck? Ich glaube, haben wir das Rätsel. Das erinnert mich irgendwie. Also ich erinnere mich gerade, dass. Haben wir nicht auch schon im ersten Teil mit dem gesprochen? Hat er, wenn ich mich recht erinnere, nicht auch so ein ähnliches Problem da schon irgendwie? What the hell? Sind die stark? Das sind doch nur Rookies. Himmels Willen, was ist denn hier los? Okay, dann gehen wir mal weg. Was
ist aber Argumon mal dran hier. Okay. Macht zum Glück auch nicht so viel Schaden. So. Süß. Na gut. Okay. Gucken wir mal. Ah ja, an den ganzen Spaß hier erinnere ich mich noch. Hi. Nakano Stripes Mädchen. Was willst du denn? Ich habe heute schlechte Laune. Aber wenn du mich im Kampf besiegst, nehme ich mir vielleicht Zeit für dich. Oh, jetzt geht's los hier. Okay. Oh. Die sind ganz schön stark. Oh. Hier gerade so. Einfach mal drauf ballern. Sehr schön. Ich bin dafür, dass sie aber auch ordentlich viel Erfahrungspunkte geben, wenn die schon so schwer zu besiegen sind. Also, das heißt schwer. Ich krieg sie ja down, aber ich bin gerade so ein bisschen verwöhnt, wisst ihr? Gegen jemand wie dich würde ich normalerweise nicht verlieren, aber du hast im Kampf dein Gesicht so verzogen. Egal, schwamm drüber. What the fuck? Was ist ein Problem? So, kurz wir probieren. Handkappe, Hochsicherheit, Funktionsaufruf, Wegzugriff, Stromkontrolle, Visualisierung. Oh. Wiederherstellung. Aha, mein Körper ist wieder normal. Ich bin so glücklich, dass ich gleich heule. Hier, ich danke dir vielmals. Hacker-Erinnerung 4 erhalten und Wiederbelebungsdisks. Cool, danke. Warte mal, ich mach mal ein bisschen das Mikro anders. So. Puh. Bevor wir das Ende mit dem reden können, gehen wir dann auch noch einmal hin, ne? So, ich guck erstmal, was es hier so gibt. Hier ist nichts. Da oben. Ach, da liegt was. Kogamon mit der. Ich muss schon irgendwie sogar über den anderen Eingang dann nach hinten. War da nicht was? Was gibt's hier? Hey, lass uns Verstecken spielen. Alle freuen sich, wenn du mitmachst. Verstecken spielen auf der Farm klingt gut. Ruf mich, wenn ihr wieder spielt. So voll nett, immer so. Ja, klar, ich hab voll Bock auf euch. Aber eigentlich mache ich mit euch nie irgendetwas. Ja, die verarscht. Sogar hier mit Dingens hier, mit Champion-Level-Digimon. Was ist denn hier los? Oh. Ich hatte keine Chance. Rest in Peace, Black Gatomon, ey. Nein, RIP in Peace, meine ich natürlich. Immerhin gab's gut XP. Black Gatomon! So. So, was gibt's denn jetzt hier noch so Schönes? Was haben wir hier? Export. Hier, hallo, möchtest du irgendwie mal jemanden daten? Young at Heart Mädchen. Du willst wissen, wie man mit Digimon auf Frauen attraktiv wirkt? Bist du ein Perversling? Digimon, zur Hilfe! Bitte was? Oh, das ist aber ein schönes Team. Gefällt mir. Hihi. So. Oh, brennendes Eis. Das brennt. Das kitzelt. Diamantensturm. Na, ganz toll. Kannst du nochmal anzugreifen? Nee, oh, was Besonderes, ja. Ja, Nadelfeuer, nee. Sichelblatt. Ja, ja, auf den Amon. Sweete Sache, das. Oh, das macht so gut. Oh, vergiftet. Warum das denn? So. Yeah. Sehr schön. Sieht Ramon ganz auf der Strafbank so. Yeah, geil, Level Up. Das Missverständnis tut mir leid. Ich mag Typen mit starken, coolen Digimon wie deinen.
Oh, da läuft noch was, Leute. So, hier habe ich jetzt alles abgesucht. Na gut, das ging ja recht flotti. So, 4 Stück meinte er, oder? Das sind hoffentlich die anderen restlichen 3 hier. Ja, gucken mal. Wiederbelebungskapseln, das ist ja ganz toll. Kann ich noch mehr Speicherplatz haben für mein Team? Okay. Ich glaube, erstmal so außen alles ab. Ich versuche ja, das so ein bisschen mit Pseudosystem zu machen. Oh. Und diese Sounds hier, das macht mich immer wahnsinnig. So, was haben wir denn hier? Noch eine. Hi. Was? Wie man mit Digimon auf Frauen attraktiv wirkt? Mit Freaks rede ich nicht. Nimm das. Oh, süß, ein Black-Gatuman. Wow, geht voll auf das normale Gatuman los. Wie gemein. Ja. Hier, Blitzfoto. Zerstöre es. What? Das hat's überlebt? Und es kommt noch eine Combo. Die anderen beiden hauen auch nochmal drauf. Schön. Sehr schön. Leute wie du, die sich gut um ihre Digimon kümmern, beeindrucken mich definitiv. Tut mir leid wegen dem Missverständnis. Oh, schon gut. Da kommen die ganzen Schläge ab. Ich da schon mal, ja. Was? Chain Attack! Hup, hup! Haha, sehr schön. Und jetzt hier noch weg damit. Zack! Perfekt. Können wir lang, aber ich gucke erstmal hier oben. Was sind die ganzen Mädels hier finden? Ist hier nichts in der Ecke? Ah, noch ein Item, sehr gut. Fällt mir gerade ein, dass die Folge auch schon wieder ziemlich fortgeschritten ist, meine Friends. Oh. Ach komm, wenn ich mal so faul mache, ich mal automatisches Kämpfen. Oh. Ich glaube, soll ich auch das mal machen. Alter, ihr macht das super. Alter. Perfekt. Weiß nicht, was das nur noch. KI macht das schon, ne? Okay, Freunde. Da bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Digimon Story Cyber Slurf. Mir fällt gerade ein, die Folge geht jetzt viel länger, weil ich habe da vorher schon 10 Minuten aufgenommen. Oh mein Gott, also eine extra lange Folge. Ups, naja, nicht so schlimm. Okay, bye.